Christian Früchtl, erstmal Servus und herzlich willkommen hier in Nürnberg. Sag doch mal, was waren so die Gründe, was ist ausschlaggebend für dich zu sagen, ich gehe jetzt den Schritt zum FCN hier? Ja gut, ich habe das alles verfolgt hier, auch wie das mit der Relegation war natürlich. Ist geil, dass der Club drin geblieben ist und natürlich, ich will hier, wenn möglich, Spielpraxis sammeln, mich weiterentwickeln und genau. Als Spieler ist es immer ein bisschen schwierig oder als Torhüter sich selber zu beschreiben, aber was würdest du sagen, was sind deine Qualitäten, was bringst du mit im Torwartspiel? Das ist ja doch gerade bei den jüngeren Torhütern so, dass man dann diesen modernen Torwartstil eher hat. Was zeichnet den aus, was zeichnet dich aus? Ja, ich denke schon, dass durch bei Bayern, das ist natürlich viel Kurzpassspiel und von hinten raus spielen. Und ich glaube schon, dass das mich auch auszeichnet, dass ich viel am Spiel teilhaben möchte und den Ball haben möchte, auch Risiko zu gehen hinten und genau, im Spielaufbau einfach beteiligen, mitspielen, auch mal lange Bälle abfangen, genau, was den modernen Torwart so auszeichnet. Wenn man jetzt als Typen sich beschreiben müsste oder du dich, wie bist du als generell vielleicht als Mensch und auf dem Platz? Bist du eher der Lautsprecher von hinten? Bist du eher der ruhigere Typ? Vielleicht auch dann privat den Vergleich? Ja, ich bin eher so schon ein ruhigerer Typ, so, aber ich bin, glaube ich, dem man viel Spaß haben kann. Ein lustiger Kerl, denke ich mal. Und ja, auf dem Platz gehört natürlich immer die nötige Ernsthaftigkeit dazu. Muss auch mal laut werden. Ich glaube, das kann ich auch. Habe ich mir die letzten Jahre auch angeeignet, mehr oder weniger. Und klar, es muss noch mehr kommen. Aber ich glaube, das kommt nach und nach. Und ist immer was anderes, wenn du dann in der Profimannschaft bist, wo es dann mehr zur Sache geht, wie jetzt zum Beispiel auch in der Jugend oder irgendwas. Wie würdest du, oder was würdest du sagen, was machst du, wenn du nicht auf dem Platz stehst? Was gibt es für Hobbys oder für sonstige Aktivitäten, womit du dich gerne beschäftigst, abseits des Platzes? Ja gut, jetzt hier in Nürnberg, mein Bruder wohnt hier ganz, oder meine Mutter, die Familie wohnt hier ganz in der Nähe. Und jetzt bin ich erstmal bei dem, werde ich viel mit ihm unternehmen, mit meinem kleinen Neffen. Und sonst, ja, es mal zu machen, in die Stadt gehen, Kaffee trinken und so weiter. Dann sag uns nochmal zum Abschluss, was hast du vielleicht schon vorher von Nürnberg, inwiefern hast du den Club verfolgt, beziehungsweise von der Stadt vielleicht auch schon was gesehen? Gibt es da irgendwie schon den einen oder anderen Eindruck, den du uns schildern kannst? Ja gut, nachdem meine Mutter ist ja hier geboren oder in der Nähe Forchheim, Ebermannstadt. Dadurch hast du natürlich immer einen Bezug dazu gehabt. Mein Onkel ist großer Club-Fan und hast natürlich immer einen Bezug hier gehabt. Ich habe viele Spiele gegen den Club gemacht und ja, genau. Dann sagen wir danke dir erstmal und herzlich willkommen nochmal in Nürnberg und viel Spaß in den nächsten Tagen mit den Jungs.